Und in unserem externen Studio begrüße ich Sepp Eisenriegler vom Russ Reparatur- und Servicezentrum in Wien. Herzlich willkommen bei uns. Im letzten Beitrag gehört, es ist oft schwierig, Elektrogeräte zu bekommen, die man dann auch wahrlich wirklich reparieren kann. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Was raten Sie Konsumenten beim Kauf? Eine Möglichkeit ist es natürlich immer nachzufragen, wie lange es Ersatzteile für dieses Produkt gibt. Und das ist leider die einzige Information, die man heute wenigstens einigermaßen befriedigend erhalten kann. Die gute Nachricht ist, dass die EU-Kommission mit ihrem Kreislaufwirtschaftspaket auch auf Produkte setzt, die langlebig designt sind, die reparaturfreundlich konstruiert sind und die auch noch reuse-tauglich sind. Wir können in etwa in einem Jahr erwarten eine Änderung der Eco-Label Regulation. Sie kennen sicher alle dieses Energieeffizienzlabel, das wird erneuert. Da werden auch Ressourceneffizienzparameter draufstehen und das wird diese Informationsasymmetrie ausgleichen, denen heute die Kunden noch ausgesetzt sind. Denn sie wissen heute nur, wie viel ein Elektrogerät angeblich pro Jahr an Strom verbraucht, aber das stimmt alles nicht, was da draufsteht. Darüber reden wir später noch weiter. Energieeffizienz, wichtiger Punkt, aber vorher noch zum Reparieren. Die EU-Kommission plant da ja auch eine neue Gesetzgebung, unter Anführungszeichen, dass also nur Produkte zugelassen werden, die auch repariert werden können. Wann wird es denn da soweit sein und was bedeutet das für uns Konsumenten? Es gibt jetzt noch einige Vorarbeiten und es wäre falsch zu versprechen, dass das schon 2021 gibt. Es sind jetzt die dafür nötigen Standards entwickelt worden. Wir arbeiten auch noch an einem Projekt mit, was die Testmethoden erforscht, die dann angewendet werden müssen. Ich rechne damit, dass wir diese neue Ökodesign-Richtlinie im Jahr 2024 oder 2025 haben werden, mit dem enormen Vorteil, dass es dann diesen ganzen Schrott, wie ich die Wegwerfprodukte nenne, in ganz Europa nicht mehr zu kaufen gibt. Okay. Thema Energieeffizienz. Sie haben gesagt, das stimmt alles nicht, was da droben steht auf den Geräten. Wie viel Strom die verbrauchen. Warum nicht? Was läuft da falsch? Also die Information, die da abzulesen ist, ist insofern verfälschend, als sie nur dann gilt, wenn Sie zum Beispiel eine Waschmaschine ausschließlich im sogenannten Öko-Label-Programm betreiben. Das sind die Programme, die üblicherweise 60 oder 40 Grad Eco heißen. Wenn Sie ein Kühlgerät sich liefern lassen, auspacken und an den Strom anschließen, dann dürften Sie, um diesen Wert einzuhalten, die Türe nicht öffnen. Davon hat natürlich keiner was. Und auch aus meinem sozialen Umfeld ist es mir bekannt, dass niemand einen Fernseher auf den Energiesparmodus stellt, sonst hätte er sich den neuen OLED nicht kaufen müssen. Okay, da wird also geschummelt. Wie bei den Autos und den Abgasen kann man nicht direkt vergleichen, aber ein bisschen schon. Geben Sie uns noch einen Tipp, was wir heute tun können. Gibt es heute schon Labels, an denen man sich stringent orientieren kann, dass man erstens eben die Dinge reparieren kann und zweitens energieeffiziente Elektrogeräte betreiben kann? Ja, es gibt im Allgemeinen die Umweltzeichen, das ist vom Nordic Swan über den blauen Engel bis hin zum europäischen Gütezeichen, die Blume, die sogenannte, das sind noch die besten und aussagekräftigsten Zeichen. Aber was wir wirklich heute schon tun können, ist uns ein bisschen damit auseinandersetzen, was für Elektrogeräte wichtig ist, um den Strombedarf zu senken. Vorweg gleich ein Beispiel. Wenn Sie Ihre Wäsche bügeln, brauchen Sie sich um die Energieeffizienz Ihrer Waschmaschine nicht einmal Gedanken machen. Wenn Sie mit dem Betrieb Ihrer Waschmaschine auch im Ökomodus arbeiten, dann denken Sie bitte daran, dass das Programm 60 Grad Eco keine 60 Grad erreicht. Das ist besonders in Corona-Zeiten wichtig zu wissen, denn wir wollen ja die Keime abtöten, wenn wir unsere Masken waschen.
Da brauchen Sie unbedingt das Normalprogramm mit 60 Grad, denn das Öko-Label-Programm 60 Grad Eco erhält zwischen 30 und 34 Grad an Temperatur. Das ist eigentlich die logische Folge davon, dass man Energieeffizienz schaffen möchte, obwohl wir eigentlich technisch gesehen schon am Plafond dieser Bemühungen stehen. Wertvoll zu wissen. Dankeschön, Sepp Eisenriegler vom Russ-Reparaturzentrum in Wien. Gerne.